So, willkommen zurück beim Bowser. Wir haben letztes Mal die Spezialwelt bewältigt und haben damit die Spezialwelt freigeschaltet. Och, was auch immer, reg mich nicht auf. Auf jeden Fall sind jetzt die ganzen Koopas, sind solche komischen Mario-artigen Gesichter. Aber ich glaube, das werden wir jetzt nicht mehr sehen. Also hier können wir wählen 1, 2. Ich nehme die 2. Können wir zwischen Türen wählen. Die 2 ist cool. Einfach klettern. Ich glaube, wir gehen hinten dran. Nee, doch nicht. Da hinten dran sind die Schildkröten und vorne dran sind die Feuerdinger. Das sind mir lieber die Feuerdinger. 5. Wir nehmen die 6. Was ist die 6? Unter Wasser, oh nein. Oh, 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 Fische, Fische, Fische. Da, da, da. Kann man die Fische nicht töten? Anscheinend nicht. Was ist da drin? Eine Feder. Wow. Da müssen wir gut durchschwimmen. Schnell hoch, schnell hoch. Den töten wir. Wow. Oh, wow. Ganz viele Kugeln und Stachelpfähle, mit denen wir jetzt schwimmen müssen. Verdammte Scheiße nochmal. Und wir haben jetzt eine Feder verloren und haben nichts mehr. Verdammt. Oh mein Gott. Oh, und hier ist ganz finster und dunkel. Und da oben hängt irgendwas. Es ist eine Disco-Kugel. Mit der Disco-Kugel haben wir hier Licht in diesem dunklen Vorgarten des Bowsers, wo die Lava brodelt und uns begrüßt und die kleinen schwarzen Männchen vor Freude springen, weil sie wissen, dass uns hier ein heißer Kampf erwartet. Aber diese ganzen springenden schwarzen Viecher und die aufgezogenen Löwengesichter können uns nicht davon abhalten, unseren Weg zu Bowser zu bestreiten. Und wir sind angekommen an die Tür des Grauens. Wir stürzen uns hinein. Und jetzt. Oh mein Gott, 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 oh mein Gott. Durchdrehen, 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 hyperventilieren. Ich verstecke mich jetzt. Ich bin nicht da. Ich bin nicht da. Da ist Bowser. Finale Kampf des Todes. Kopfschmerzen hast du jetzt. Du siehst Sterne und versaust mir den Song. Oh mein Gott, er kommt auf den Bildschirm. Er kommt rausgeflogen aus dem Laptop. Ah, mein Gott, Hilfe, Feuer. Überall ist Feuer. Das Feuer trifft uns nicht. Peach! Prinzessin Toadstool! Damn! Jetzt ist er sauer. Man sieht es in seinen Augen. Er wird immer wütender. Die Stacheln auf seinem Rücken sind gespreizt. Waren sie das vorher auch? Jetzt wirft er Bowlingkugel nach uns. Tut mir leid. Du triffst keine Kegel. Keinen Kegel. Bam, bam. Hast du noch was anderes zu bieten? Hier kriegst du deine Löwen zurück auf den Kopf. Und er kommt wieder aus dem Bildschirm gesprungen. Okay. Feuer wie immer. Damn. Jetzt haben wir noch einen. Oh, jetzt haben wir noch einen Pilz in petto. Jetzt stampft er hier wie ein Ticker. Ich bin Ticker. Huhu, ich springe hier rum. Aber das haltet uns nicht davon ab, ihn zu zerstören. Ihn zu zermalmen. Du kannst durchdrehen, wie du willst. Ich würde mal sagen, das war's dann, Mr. Bowser. Jetzt
Gib mir mal die Prinzessin zurück. Dankeschön. Und verzieh dich dahin, wo der Pfeffer wächst. Hm? Oh, ich bin rot. Mario's Adventures over. Mario, the Princess, Yoshi and his friends are going to take a vacation. Im Hintergrund das Feuerwerk. Das lässt es doch wärmer in unseren Herzen werden, wenn dieses Feuerwerk im Hintergrund erscheint und wir wissen, dass wir die Welt vom Bösen befreit haben. Ein Herzchen. Und da kommen auch schon die Credits. Mit Eiern hintran. Prinzessin auf Yoshi. Takashi Tezukaka. Tezuka, Hidekui Kono, Katsuya, Eguchi, Programm Director, Toshihiko Nagako. Ja, okay, hör mir auf, die Namen vorzulesen. Ich bin glücklich, dieses Spiel noch einmal mit euch genießen zu haben zu können. Verdammte Wortwahl von Raffi. Ich wiederhole mich. Moment. Nachdenken, reden. Okay. Es hat mich gefreut, dieses Spiel nochmal durchspielen zu können. Also, es hat in mir richtige nostalgische Emotionen ausgelöst. Mehr als bei anderen Spielen, weil es das wohl meistgespielte Spiel von mir ist. Es ist einfach genial, dieses Spiel. Ich liebe es, das Design, die Leichtigkeit, wie man es spielt, also die Steuerung, das geht alles locker von der Hand. Meiner Meinung nach das beste Jump'n'Run-Spiel, das es je gab. Und die Musik jetzt gerade ist auch richtig geil. Wir nehmen die ganzen Eier mit hinter uns. Die haben wir alle befreit aus den Schlössern. Hier herrscht eine Party. Die Yoshis haben eine Party organisiert. Hier wird wild gesoffen und... Nein, okay, wird nicht. Hier ist keiner. Und da schlüpfen auch schon die Babys. Parabomb, Parabomb, Fischi, Lakitu, Lakitu, Wigla, Bobomb. Spinny, hab ich vergessen. Amazing Hammer, Flying Brother, Super Koopa, Jumping Pumping Bland, Jerkin Chuck, Volcano Lotus. Jetzt wissen wir, wie die ganzen Gegner heißen. Aber nur auf Englisch. Sumo Brother, Monty Mo, Pocky, Pitkit Bill. Hä, hatten wir... Achso, das ist wer jetzt, wenn wir die Welt verändert hätten, da wären dann nicht mehr Kanonen rausgekommen. Rex, Mega Mole, Banzai Bill. Dino Rhino, Dino Torch, Mars Koopas, das sind die unten da. Die wären jetzt die Koopas gewesen, die Mars Koopas. Die haben eine Maske auf von Mario, um nicht zu täuschen. Spiggy Top, Swoopas, Bossy, Beetle, Blog. Blobs, Urchin, Poco Puffer, Rip Van Fish, Torpedo Ted. Boo Boot Buddies, Fishin' Boo, The Big Boo, Aries, wie auch immer das ausgesprochen wird. Dry Bones, Bony Beetle, Little Sparky, Twomp, Twimp, Hot Heat. Ball in Chain, Fishbone, Werbung, versteckte Werbung, Crainer. Red Snore. Magic Koopas. Morgan Koopa Jr., Lemmy Koopa, Iggy Koopa, Ludwig von Koopa, Larry Koopa, Wendy Koopa, Bowser. Ich glaube, ich habe einen vergessen, egal.
The End. Also, ich danke euch herzlich fürs Zuschauen. Und ja, Dankeschön, habe ich schon gesagt. Also, auf Wiedersehen. Schaut wieder rein, wenn es heißt Let's Play irgendetwas.